Es ist mir eine Ehre, Sie in unserer Einrichtung willkommen zu heißen, Dr. Skalpell. Wir haben nicht jeden Tag so einen berühmten Gefangenen wie Sie hier. Ich würde gern etwas Persönliches mit Ihnen besprechen. Ja. Wenn Sie verstehen, ja? Wer ist dieser Pinguin? Johnny Skalpell, ein plastischer Chirurg aus San Francisco, wurde wegen illegaler Praktiken verurteilt. Mit einem Skalpell macht er dir jedes Gesicht, das du willst. Hm, interessant. Jedes Gesicht, verstehe. Was ist ein Plastikschurke, Skigurke, Skifahrer? Ein Doktor, der dein Gesicht verändert. Ja, yep, sowas wie ein Schlachter. Ein Schlachter? Aber ich möchte nicht in ein Würstchen verwandelt werden. Ist ja gut, was haltet ihr von dem Steckbrief? Die würde ich nicht als Babysitter einstellen. Haben wir denn Babys? Wer ist das? Das sind wir, du Rindvieh. Ein hässlicher Anblick. Wir brauchen Gesichter, die Vertrauen und Liebe vermitteln. Dann gehen die Wachen sanft mit uns um und wir können von hier abhauen. Ja, dann besuchen wir unsere Babys. Fragen wir Skalpell, ob er uns vier operiert. Hallo, Partner. Wir sind die Daltons. Wir sitzen zusammen 2650 Jahre im Knast. Skalpell, Johnny Skalpell, 6540 Operationen für mich allein. Tja, genau daran sind wir interessiert. Eine kleine Operation wie diese, damit wir in etwa so aussehen. Ich soll euch operieren? Hier im Gefängnis? Das wird wirklich nicht leicht hier. Ich brauche einen Assistenten. Ich möchte nicht wie ein Würstchen aussehen und gegessen werden. Assistent, Anästhesie bitte. Perfekt. Na, dann gehen wir es an. Einer von denen hat sich selbst anästhesiert, Doc. Das war's. Jetzt beginnt euer neues Leben. Ich bin ja doch kein Würstchen. Was ist denn mit dem Dauergrinsen? Geht das wieder weg? Tja, das macht euch freundlicher. Ups. Dr. Skalpell, jemand wie Sie braucht doch keine Spitzhacke. Kommen Sie, sparen Sie Ihre Energie. Sie wissen schon wofür. Tja, kommen Sie mit. Hey, schönen guten Morgen, Daltons. Komisch, irgendwie sehen die Daltons heute etwas anders aus. Ich habe das Gefühl, man kann ihnen vertrauen. Es funktioniert, ich hatte recht. Evelyn, los, hol den Ball. Irgendwas ist heute anders mit den Daltons. Wenn ich nur wüsste, was es ist. Du meinst wohl, sie sind irgendwie sympathischer. Upsi! Dumm gelaufen! Unser Ball ist aus Versehen auf die andere Seite geflogen! Emmett, ich denke, wir können den Daltons vertrauen. Wenn jemand so hübsch lächelt, kann man doch nicht Nein sagen. Sie lassen sich eben Zeit. Ich weiß es nicht, es hat geklappt, auch zur Bank! Endlich ein Banküberfall! Können wir eine kleine Pause machen? Guten Morgen, meine Herren. Was kann ich denn Gutes für Sie tun? Wir möchten uns Waffen ausleihen. Aber selbstverständlich. Wer so hübsch lächelt, dem kann man doch nichts abschlagen. Möchten Sie etwas einzahlen? Nein, ganz im Gegenteil. Raus mit den Mäusen, aber schnell. Brave Bürger wie Sie? Das glaube ich einfach nicht. Wir sind die Daltons. Das ist ein Überfall. Die Daltons? Die sehen doch ganz anders aus. Die sind dunkelhaarig, finster, schlecht rasiert. Das Gegenteil von euch. Der Nächste, bitte. Halt, wir sind die Daltons. Aua! Ma, wir sind wieder zu Hause! Selbst Ma hat uns nicht erkannt! Mein Gesicht spannt und dieses Star-Grinsen strengt irre an! Na schön, wir brauchen unsere alten Gesichter wieder zurück. Das ist besser für die Arbeit. Hm?
Na, endlich, Daltons. Aber wo ist denn der Ball? Upsi. Aber mach diesmal nicht so lange. Sind Sie nicht sympathisch, Emmett? Meine Herren, ich suche euren guten Doktor. Wenn Sie ihn irgendwo sehen sollten, sagen Sie es mir. Wir wollen doch lieber wieder unsere alten kriminellen Gesichter zurück. Mit diesen netten Visagen nimmt uns ja niemand ernst. Zwei Operationen nacheinander sind riskant. Wir haben aber keine Angst. Na schön, ich weiß allerdings nicht, wie eure alten Gesichter waren. Kein Problem, ich habe ein Bild gemalt. Ach. Ich habe ein kleines Problem damit. Ich wollte eigentlich ein charismatisches Kinn und keinen Laskan. Tja, das kann ich jetzt nicht mehr rückgängig machen, aber ich denke, wir können einen Kompromiss finden. Sagen Sie mal, mit wem sprechen Sie da, Doc? Wer zum Teufel seid ihr denn? Sehen Sie das nicht? Wir sind's, die Daltons. Die Daltons? Averill, wir haben noch 4356 Jahre vor uns. Warum lernst du nicht, wie man richtig malt? Und wie nennt sich diese neue Erfindung? Sie heißt Telegraph. Man sagt auch die singende Leitung. Ah. Und wie funktioniert das? Man gibt einen bestimmten Morsecode ein, der dann mit Hilfe dieses Kabels übermittelt wird. So kann man Neuigkeiten durch das ganze Land schicken. Sehr schön, sehr schön. Hm? Abgefahren! Neuer Pinkelbaum für mich. Warum pflanzen Sie einen Pfahl in die Mitte vom Gefängnishof? Hast du die Lady nicht gehört? Das Kabel führt das ganze Land. Heute Nacht fliehen wir über das Kabel. Au! Averill, jetzt lass die Albernheiten! Ich kann nicht weiter hochklettern. Ein großes, dickes Ding blockiert den Weg. Wen nennst du hier dickes Ding? Hier ist mehr als genug Platz für uns alle. Na los, bewegt euch. Fetter Bill macht sich ja auch viel zu dick. Hier ist schwindelig. Los, was? Bitte, jetzt dürfte eine Flucht über das Leitungskabel nicht mehr möglich sein. Was ist denn los? Sie hatten alle dieselbe Idee wie Joy, er ist traurig. Wir müssen sie irgendwie beschäftigen. Ich habe da auch schon die perfekte Idee. Wunderbar! Es ist so herrlich, einfach Dinge zu bestellen. Die Gefangenen können das selber machen, so sind sie bestens beschäftigt. Das ist perfekt, Miss Betty. Ha, wie modern! Waren Sie auch bei allen Gefangenen, Mr. Pete? Hier, bitte sehr. Ich habe die scharfen Werkzeuge und Sägen schon aussortiert. Ich wünsche viel Spaß damit. So, sieh mal, unsere Bestellung sind da. Telegrafieren ist wunderbar. Wir haben auch etwas für dich bestellt. Ein Ballspiel. Ich wusste doch, das würde ihn aufheitern. Ihr Rindviecher, damit können wir doch nicht abhauen. Hey, was sagst du laut? Was ist denn da los? Wir hören ein Baseballspiel zu. Der Ball fliegt sehr, sehr schnell und der Schläger läuft und läuft. Aber die Defenders schnappen sich den Ball, bevor er die erste Base erreicht und die zweite Hälfte beginnt. Die Coyotes liegen in Führung, der Ball ist geworfen. Oh, ups, ich hab den Faden verloren. Hallo, Miss Betty. Ich kann das für Sie übernehmen, wenn Sie wollen. Ich bin ein Morse-Experte. Es sind noch ein paar kleine Bestellungen zu machen.
hast uns ja gar nicht gesagt, dass du ein Telepathist bist, Joe. Halt die Klappe, Averell. Ich kann genauso wenig morsen wie ihr, aber ich habe einen Plan. Wir machen mit dem Ding Piep-Piep und sobald die Wachen schlafen, hauen wir über das Kabel ab. Wie bitte? Sie haben den Telegrafen den Daltons überlassen? Na ja, Joe schien so glücklich zu sein. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Na also, ich wusste es. Wir haben ein Problem mit der Kabellage. Damit es schneller geht, verdoppeln wir das Kabel. Ah, damit das Morsen schneller durchgeht, richtig? Eine Highspeed-Verbindung, wie modern. Verdoppelt ruhig weiter. Sehr schön. 2 Pfund Wiener Würstchen, Schokoladenpudding mit Schlagsahne. Beim ersten Telegrafenmast gehen wir runter. Springen wir doch einfach. Naja, war eine blöde Idee. Klappe, Averell, beweg dich! Ist es noch weit? Wir sind fast da! Da ist der Telegrafenmast! Ach, verflixt! Regel Nummer 1: Vertrau niemals den Daltons-Brüdern. Miss Betty? Mr. Peabody? Ich denke, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Die Daltons sind auf der Flucht. Geschafft! Klappe, Averell! Aber das bin ich doch gar nicht! Jetzt müssen wir nur noch auf die Lieferung warten. Das soll wohl ein Witz sein. Modern und äußerst schnell. Ich habe hier 30 Schaukeln. Die Lieferadresse ist, Moment, XAKVLRDMEGH. Ist das richtig? Wie bitte? Nein, das muss ein Fehler sein. Wiedersehen. Ich habe hier 2 Tonnen Hühnerfleisch für Mr. JKLMNO. Wo soll ich denn die sauren Gürkchen abladen? Bringt mir diese Daltons! Na klar, immer sind wir an allem schuld. Nachtruhe, mach das Licht aus. Keine Bewegung, Joe Dalton. Ja. Oder ich lasse den Hund auf dich los. Tut mir leid, den kann ich nicht folgen. Joe! Hast du wieder von deiner Flucht geträumt? Das war spektakulär. Es gab hier einen Geheimgang. Aber Träume sind Scheine, Joe. Dummerweise. Und wenn der Geheimgang tatsächlich existiert? Oh, du hast auch von der Legende gehört, Joe. Was für eine Legende? Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählen darf. Na egal, ich mach's einfach. Es heißt, dass der erste Direktor dieses Gefängnisses, Lord Morton, einen geheimen Geheimgang unter dem Gefängnis gebaut hat für den Fall, dass er mal eingesperrt werden sollte. Aber das ist nur eine Legende. Ihr habt sie nicht von mir gehört. Genau wie in meinem Traum. Ich habe hellseherische Fähigkeiten. Und wo ist nun dieser Geheimgang, Joe? Ganz einfach. Der Korridor, die Zellen, die Treppen.
Och, nö. Ist alles klar? Ihr schreibt alles auf, was ich während meines Schlafs sage. Zeit zu schlafen. Wo ging es lang? Oh, süß, eine gestreifte Erbse. Na und? Du hast gesagt, ü, a, nö. Und dann... Ich hab nicht von dem Geheimgang geträumt. Träume sind oft von den Ereignissen des Tages beeinflusst. Was hast du gestern gemacht? Naja, alles war wie immer. Aufstehen, duschen, bisschen schuften. Mit den anderen quatschen. Eine Flucht vermasseln. Und dann... Essen und schlafen gehen. Alles war wie immer. Tja, du musst das machen, was du am Tag vor diesem Traum gemacht hast. Dann wirst du auch dasselbe träumen. Das, was ich gemacht habe? Genau. Und auf ins Land der Träume. Der Korridor, die Zellen, die Treppen und... Oh! Du kommst zu spät, Joe. Aber warum bist du denn nackig? Verflixt! Nach der Treppe hab ich's versaut. Da war kein Tunnel. Dann nochmal von vorn, Joe. Also, das möchte ich nur ungern jeden Tag machen. Der Korridor, die Zellen, die Treppen und... Der Korridor, die Zellen, die Treppen und... Die Treppen und... Der Schlüssel! Korridor, Treppe, Galerie, Statue und Schlüssel. Das ist es, genau! Bewegt euch! Darf ich vorstellen? Lord Morton. Danke für die Führung, Joe, aber... Wie geht's jetzt weiter? Diese bekloppte Statue ist unser Weg in die Freiheit. Ich muss nur ein paar... Keine Bewegung, oder ich lasse die Bestie frei! Das ist mir doch egal und tschüss! Ja! Weiß jemand, was aus Lord Morton geworden ist? Keine Panik, ein kleines Schläfchen und ich träume uns den Weg in die Freiheit. Jungs, ich hatte gerade eine starke Idee. Wir verkleiden uns als Bonsais, verstecken uns im Töpfchen und wenn der Herbst kommt, trägt uns der Wind davon. Woher nimmst du nur immer die tollen Ideen, Joe? Das frage ich mich auch. Naja, während ihr schlaft, arbeite ich.
Dann ist das wieder eine neue Fluchtidee? Kann ich mal meinen Ball zurückbekommen? Sagen Sie, Mr. Peabody, finden Sie nicht, ein richtiger Golfplatz wäre besser als Ihr kleines Büro? Mhm. Also, wenn Sie möchten, dann machen wir Ihnen einen 18-Loch-Golfplatz mit Hindernissen. Einen Golfplatz auf dem Gefängnishof? Wir sind hier mitten in der Wüste. Nutzen wir die Weite und gehen wir nach draußen. Eine wundervolle Idee, grüner Rasen rund um das Gefängnis. Ah! Also, das würde mir gefallen, aber denkt nicht mal an Flucht Dortens. Gute Arbeit, Dortens. Bravo. Peach, Emmett, bringt sie zurück in ihre Zelle. Und dann kommt wieder her. Ich brauche Caddies, die meine Bälle zurückbringen. Warten Sie, das können wir doch machen. Wir wissen alles über Löcher. Wirklich ausgezeichnet. Also, wir tun so, als suchen wir den Ball und dann verschwinden wir. Das mit der Flucht wird eine Weile dauern. Oh, was für ein Hohlkopf. Das kann doch nicht so schwer sein. Die Bleichgesichter suchen Ärger. Na schön, den sollen sie bekommen. Und jetzt sind sie dran. Wir holen die Bälle. Hä? Oh, bitte, seien Sie mein Lehrer, Joe. Es wäre mir eine Ehre, von einem Spieler wie Ihnen einen Rat anzunehmen. Wenn Sie meine Meinung wissen wollen, Ihre Wachen lenken Sie zu sehr ab. Tatsächlich? Pete Emmett, zurück ins Gefängnis, auf der Stelle! Ach, ist das friedlich, diese Ruhe. Es ist Jane. Wo finden wir den Besitzer dieses rabiaten Balls? Oh, ein Ball, ein Ball. Ja, mit dem Ball. Bitte, 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 gib mir den Ball. Ja, mit dem Ball. Ja. Oh, was ist denn jetzt mit dem Ball? Anvisieren, Schwung holen und durchziehen. Oh, tada, tada. Ich hab's geschafft. Wir suchen dann mal den Ball. Ja, bitte. Womit können wir helfen? Wer hat den Ball geworfen? Wir waren das nicht. Oh, da ist der Ball. Und er gehört sicher nicht euch. Was für ein schlechter Spieler. Aber Joe, das ist doch unser Ball. Vielen Dank, Mr. Wolf. Das dauert ja ewig. Hallo, Direktor Peabody? Und was wollt ihr mit uns machen? Wir übergießen euch mit Honig und lassen euch von roten Ameisen auffressen. Das ist ja super. Ich liebe Honig. Fabelhafter Falter, was machen Sie mit meinen Caddies? Das sind jetzt meine Gefangenen. Kommt nicht in Frage, oder ich erkläre euch den Krieg. Können wir das während einer Runde Golf besprechen? Sie meinen einen Golfkrieg? Ich spiele so schlecht Golf. Keine Sorge, verrückter Wolf. Die Magie von fabelhafter Falke regelt das. Schwingen! Oh, der Ball! Ja. Das sieht gar nicht gut für uns aus. Wollen mal sehen. Na, wo ist er denn, der Ball? Hier ist er nicht. Nö, hier ist er auch nicht. Hier seht mal, der betrügt. Der Medizinmann hilft dem Häuptling.
Ist das wahr? Ja, ich betrüge. Na und? Oh, vorsichtig! Ich bin Experte im Golfen und im Freistilboxen. Bitte, meine Herren, beruhigen Sie sich. Ich bitte Sie. Los, weg! Spielen wir jetzt doch nicht Golfen? Wir haben es geschafft! Die Dortons wollen abhauen! Meine Gefangenen! Vier Idioten mit einem Mal eingelocht, Peabody. Sie haben gewonnen. Wer hat denn dieses Loch hier gegraben? Das war ich, Joe. Und warum hast du es so groß gemacht? Damit wir es nicht verpassen. Nächster Halt, das Gefängnis. Wenn ihr wieder mal ausbrechen wollt, dann müsst ihr schneller laufen. Das verwirrt mich. Die fangen uns immer mit ihren blöden Pferden. Und wir können ihnen ihre Pferde nicht klauen, weil sie gesichert sind. Hey, Jungs, ich habe eine Idee und dieses Mal weiß ich wirklich Rat. Das Fahrrad. Eine einfache Erfindung. Es ist sicher und macht gleichzeitig Spaß. Es ist gut für die Gesundheit und sorgt für Körperertüchtigung und Entspannung. Tja. Ein Fahrradclub ist eine wunderbare Idee. Also schön. Sehr schön. Wie funktionieren die Dinge? Ach, ganz einfach. Erstens Hände an die Lenkstange, zweitens aufsetzen, drittens ein Fuß auf das Pedal und viertens treten. Oh ja, bravo. Wirklich spektakulär. Theoretisch sollte es so aussehen. Mach's wie wir. Oh, ist es ein Rodeo? Von hier! Warte, ich hab eine Idee. Ich fühle mich sowas von erniedrigt. Das Wichtigste ist, dass du fahren kannst, richtig? Diese Riesen müssen wohl aus irgendeinem Zirkus sein. Die Bestie hat mich gebissen. Können wir sie mal draußen ausprobieren? Nein. Halb so wild, ich habe einen Plan. Wir nehmen Anschwung und springen über die Mauer. Das ist ein Kinderspiel. Ja. Ui, 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 das ist gar nicht so einfach. Die Mauer müsste niedriger sein. Oder wir müssen ein bisschen trainieren. Die Dortons treiben Sport. Das ist ja mal was Neues. Allerdings nicht sehr lange. Na, wartet, in meinem Gefängnis haben diese Bestien nichts zu sagen. Na, wer ist jetzt der Boss, hä? Da sind wieder ein paar Wachmänner. Sie sagen, es sind wieder Bleichgesichter ausgebrochen. Schön zusammenbleiben. Folgt dem Schäferhund.
Ist das ein traditioneller Bleichgesichtertanz? Vielleicht irgendein schamanischer Kult? Nein, nur ein Gerät, mit dem man schneller ist als zu Fuß. Wo sind die Dortens hin? Wir müssen einfach nur ihren Spuren folgen. Gebt den Kindern die Snacks zurück! In die Richtung! Wartet auf mich! Diese verrückten Bleichgesichter. Sie lassen ihre Pferde etwas Wasser trinken. Die haben ja auch Durst. Die Indianer sind wir los. Endlich Pause. Los, Jungs, Abflug. Die Dolten! Die Dolten sind hier. Sie werden langsamer. Die haben wir gleich. Kommt, Jungs, reißt euch zusammen. Jetzt bloß nicht schlapp machen. Kein Problem, wir kriegen sie schon. So wie immer. Ich kann nicht mehr. Ich hab Puddingbeine. Jetzt kommt schon. Die Grenze ist gleich hinter diesen Dünen. Das war's mit Fahrradfahren. Laufen ist besser für euch. Wartet. Endlich weiß ich, was das für Tiere sind. Schwanz guckt raus, Kopf ist im Sand. Das sind Strauße. Zu schade, dass Sie unseren neuen Gast nicht begrüßen können. Beste Grüße an die Frau Mutter. Juhu, wir sind frei! Hallo, Milady. Heiße Schnecke. Mr. Peabody nehme ich an. Dr. Jeff Kill, Gehirnspezialist. Dr. Kill ist heute bei uns, um seinen Antikriminalitätsimpfstoff auszuprobieren. Und das soll helfen? Das geht dich überhaupt nicht an, klar? Ich habe herausgefunden, dass das Laster ein Virus ist. Der zu tierischen Verhaltensweisen führt. Und die Gehirnzellen verändert. Geht es Ihnen gut, Doktor? Ich habe mich infiziert, als ich das Verbrechensvirus studiert habe. Aber ich denke, dass ich die Nebeneffekte im Griff habe. Nun sehen Sie, es ist so, das kriminelle Gehirn ist im sogenannten Nussareal beschädigt. Als im vorderen Stirnlappen, dem Zentrum für Moral. Der neue Schlachter hat recht, die Rippchen sind der beste Teil. Nur ein Tropfen meines Impfstoffes genügt, um eine gesunde Zelle zu infizieren. Und so aus einem guten, anständigen Gehirn ein... Durchgeknalltes zu machen. Ein durchgeknalltes Gehirn? Na, da geht mir doch gleich wieder ein Licht auf. Wir klauen das Virus vom Doktor, lassen alle davon trinken und wenn alle völlig verrückt sind, dann können wir abhauen. Jeder, der sich als Freiwilliger für dieses Experiment zur Verfügung stellt, tritt einen Schritt nach vorn.
Ich möchte es gern mal ausprobieren. Was ist das für ein Parfüm? Danke sehr, mein Lieber. Du Hohlkopf! Möchten Sie etwas Milch zu der Tinktur? Sobald ich wieder frei bin, kümmere ich mich um dich, Joe Dalton. Oh, ich mach Hackfleisch aus dir, Joe Dalton. Oh, was passiert mit mir? Der Effekt setzt ein. Ich gebe ihm eine stärkere Dosis. Vergessen wir unsere Differenzen, Bruder. Kriegst einen großen Schmatzer. Hast du einen Vollschuss? Ich hab's gerockt, ja! Ein überzeugendes Experiment. Etwas von der Lösung für alle. Und wir beginnen mit Joe. Na, wer wird gleich ein netter, braver Junge sein, hä, Joe Dalton? Rühr mich an und ich mach dich fix und fertig. Gar nicht mal schlecht. Würde mit Sojasauce besser schmecken. Ich möchte aber kein netter Mensch werden. Ich möchte nicht, ich möchte nicht, ich möchte nicht. Ich möchte nicht, ich möchte nicht, ich möchte nicht. Er hat eine hohe Dosis des Virus getrunken. Das ist ja der Hammer! Armer Freund. Befrei dein Herz von der Dunkelheit, mein Bruder. Knutscher! Jack, William, kommt, bindet mich los! Er hat die Schlüssel! Super, Avril. So, und jetzt gib sie mir. Los. Hast du was gesagt, du Zwerg? Dachshunde sind gute Hunde, aber sie haben ein starkes Temperament. Aber er zerstört unser Gefängnis. Ich sollte mit einer stärkeren Dosis beginnen. Wir müssen ihn einfangen. Schnell. So, und was jetzt, Joe? Plan B. Wir werden das Tor einfach mit einer Explosion aufbrechen. Was ist mit Avril? Wir kommen wieder zurück, wenn er geheilt ist. 10-1, dass wir nichts spüren werden. Wette gilt. Los, ab geht's. Das waren jetzt alle Flaschen, Joe. Es ist keine mehr übrig. Hopp! Und jetzt nichts wie weg, bevor das Ding in die Luft geht. Träum was Süßes, Doc. Deine Suppe schmeckt ziemlich gut. Du meine Güte, die Anzeige ist im Roten. Das Ding wird explodieren. Das ist... total abgefahren! Ich schicke, sobald wie es geht, ein paar Flaschen von der Gutmenschenlösung. Passen Sie gut auf ihn auf. Hallo, meine Dame. Brauchen Sie Hilfe, Miss Betty? Oh, danke, Avril. Das ist sehr nett von dir. Ich blase dir das Gehirn aus dem Leib! Joe, das ist gemein. Sowas machen nur böse Menschen. Pass auf, ich werde dir gleich wehtun! Aber Joe, sowas macht man doch nicht. Mann, diese Bernardiner sind vielleicht verspielt. Seht euch das an! Das ist kein Gefängnishof, das ist ein großer Müllhaufen. Und ich hasse diese verflixten Piepmätze. Verschwindet, husch, husch, weg hier. Nicht, dass die Hühner hier noch das Sagen haben.
War das ein Vogel? Ist das ein Huhn? Averill, mach, dass du wegkommst. Averill, los, hau ab! Oh, wie süß, das Pietmätzchen hat Hunger. Hä? Oh, du bist ja ein süßer kleiner Kuschelmatz. Hey, dieser dämliche Piepmatz ist groß genug, um uns alle über die Gefängnismauer zu bringen. Joe, Averill kann nicht fliegen. Idiot, ich mein doch den Vogel. Er scheint Averill zu mögen. Er macht alles, was Averill sagt. Das nutzen wir aus. Und hopp, fliegt er uns in die Freiheit. Was macht er so lange? Was ist das? Das ist eine Flöte, um Raymond zu rufen. Wen? Na, den Piepmatz. Ich blase in die Flöte und er kommt. Seht ihr, es funktioniert, hab ich doch gesagt. Na schön, immer der Reihe nach. Zuerst starten wir. Deine Aufgabe, Jack. Meine? Hey, der große Bär kaut auf meinem Knochen herum. Was soll denn das? Was sind denn das für Manieren, hä? Hey! Raymond! Ich wusste gar nicht, dass Bären fliegen können. Raymond, lass Rathornplan los! Jack, nimm das Tier von mir runter, bevor ich Hackfleisch aus ihm mache. Den Hund, du Idiot! Ich meinte den Hund! Zweiter Schritt, er flucht. Im Falle einer Notlandung schlagen Sie bitte beide Arme über Ihren Kopf. Wenn Sie sich übergeben müssen, steht eine Kotztüte zu Ihrer Verfügung. Ich fühle mich nicht sehr wohl. Wir fliegen viel zu hoch. Kann ich bitte wissen, wo eine Kotztüte ist? Dritter Schritt, die Landung. Nicht vergessen, Raymond. Ganz vorsichtig. Bravo, Raymond. Hast du gesehen, Joe? Ja, hab ich. Was macht ihr denn da mit diesem großen Vogel? Ich trainiere mit ihm, damit... Er lernt tanzen. Das ist ein Tanzvogel. Die Viecher sind ziemlich selten. Ich zeig's euch. Naja, er ist noch ein Anfänger. Warum hast du mir nicht gesagt, dass er tanzen soll? Ich habe ihm unsere Flucht beigebracht. Und er ist wirklich bereit? Natürlich, wir haben die ganze Nacht trainiert. Dieser Vogel ist beinahe so klug wie wir. Ich frage mich, ob wir den Flug nicht lieber canceln sollten. Averill, was machst du da? Sicherheitskontrolle, nur um sicherzugehen, dass ihr nicht gefährliche Dinge mit an Bord nehmt. Hey, das war meine Zahnbürste! Was macht denn dieser gefiederte Manitou hier? Huck, wir kommen, um Attaqualpa abzuholen. Ich verstehe nicht. Attaqualpa! Attaqualpa ist der heilige Vogel unseres Stammes! Er bringt uns die Babys! Ohne Attaqualpa würde unser Stamm immer weniger und weniger werden! Der glaubt wirklich noch, dass der Klapperstorch die Babys bringt? Niemand von uns hat den Mut, ihm die Wahrheit über das Babymachen zu sagen. Alles klar, das ist gar kein großes Huhn, das ist ein Storch. Dann haben wir vielleicht eine Chance. Folgt mir, ich habe einen Plan. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass Attaqualpa mit nach Hause kommen soll. Ich glaube, das war Vogelsprache. Bis zum nächsten Mal. Huck.
Huck, mein lieber Freund, Huck. Gucci, 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 Gucci. Ist dir klar, wie peinlich wir aussehen, Joe? Mach alles nach, was ich mache. Ich hab dich nicht verstanden. Ich hab gesagt, macht alles nach, was ich mache. Juhu, wir haben's geschafft, wir fliehen. Das glaube ich einfach nicht. Die Daltons fliehen mit einem Storch. Ah, so kommen also die Babys zur Welt. Dann legen Bären Eier. Der Himmel ist klar, kein Wölkchen zu sehen. Wir fliegen in einer Höhe von 128 Metern. Avril, mach doch nicht diesen schönen Moment kaputt. Ach übrigens, Avril, wo werden wir landen? Das musst du Raymond fragen. Fabelhafter Falke, fabelhafter Falke, das musst du dir ansehen. Atahualpa kommt mit 4 Babys auf einmal. Und in diesem Jahr sehen die Babys ganz schön hässlich aus. Ui, ui, ui. Atahualpa kommt immer wieder zurück nach Hause. Ich werde Peabody anrufen. Seine Gefangenen kommen auch immer wieder nach Hause. Warum bin ich kein Einzelkind? Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, Nass. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ich hasse Schulausflüge. Und wieder ist ein Schuljahr zu Ende und die Kinder gehen in die Sommerferien. Willkommen im alljährlichen Lager der gebrochenen Flügel zu unserer großen Kombo bis zur Nachmittagszeremonie zu Ehren unseres großen Vogelgottes. Das ist der Totempfahl unseres großen Kondors bis zum Nachmittag, wenn Sie mir bitte folgen wollen. Das ist das Nest unseres großen Kondors bis zum Nachmittag. Die Suppe unseres großen Vogelgottes. Wer die Suppe trinkt, erhält der Legende nach die Fähigkeit zu fliegen. Ende der Führung. Den Souvenirshop finden Sie am Ausgang. Und vergessen Sie das Trinkgeld nicht. Habt ihr das gehört? Von dieser Suppe kann man fliegen. Das wäre ideal für eine Flucht. Das ist nur eine Legende. Ja, nur Vögel können fliegen. Wieso wir nicht? Na los, kommt mit. Nö, Joe, wir bleiben hier. Ja, deine Pläne funktionieren nie. Was ist das? Eine Meuterei? Nein, das ist Emanzipation. Also, ich liebe Suppe. Hm? Ich mach mit, Joe. Kommt, ihr Clowns, wir gehen. Schon wieder zurück? Die Schulferien werden auch immer kürzer. Los! Du hast nicht schnell genug geflattert. Pass auf, ich zeig's dir. Wir brauchen mehr Platz. Los, gehen wir nach draußen. Wir fliegen leider immer noch nicht, Joe. Ich habe eine Idee. Hey, heute gibt's freien Tauchunterricht. Passt auf, ich mach gleich mal eine dicke Bombe. Hey, wo ist denn das Wasser hin? Ah, ich hab ja Hühnerfüße! Nein, du träumst, Avril, mach die Augen auf. Nein, 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 Joe, ich hab wirklich Hühnerfüße, sieh doch! Er verwandelt sich in einen Vogel, das ist die fabelhafte Falkensuppe. Ich fühle mich irgendwie eigenartig. Das kapiere ich nicht, er sollte doch ein Kondor werden, na egal, Hauptsache er kann fliegen. Ist ein Riesenunterschied, Joe. Ach was, und worin besteht der Unterschied, Mister? Ich weiß alles. Also, weil Hühner können nicht fliegen. Mit dir müsste dasselbe passieren. Du hast auch die Suppe gegessen. Ich, ein Huhn? Nein, das glaube ich nicht. Braten! Was passiert mit mir?
Lass mir auch was übrig. Wir müssen irgendwas tun. Naja, die beiden haben sich eine Erkältung eingefangen. Wir haben die Hühnergrippe. Geht zur Krankenstation, bis ihr euch besser fühlt. Nein, wir würden lieber draußen bleiben. Das ist nichts weiter. Nur ein vorübergehendes Unwohlsein. Das ist merkwürdig. Sie werden es irgendwann mitkriegen. Mein Wurm! Ich habe ihn zuerst gesehen! Ich reiß dir die Federn aus! Jetzt kommt mal wieder runter, Dorten! Ja, oder wir stecken euch ins Loch! Siehst du das, was ich sehe, Emmett? Wenn Ma das sehen könnte. Wir fliegen, Joe! Oh, die Kinder haben Unterricht im Hochsprung. Darin war ich früher auch gut. Ich springe höher und weiter als ihr. Und haben's gewonnen? Habe ich den Rekord gebrochen? Nehmt die Kutsche. Ich setze einen Notruf mit dem Telegrafen ab. Alles klar, Boss. Ich hab vergessen, wie das Ding funktioniert. Miss Betty, ich brauch mal kurz Ihre Hilfe. Das ist ganz leicht, lieber Direktor. Also das ist der Buchstabe A, der Buchstabe B. Wir haben sie abgehängt. Mein lieber Kollege Kommer, ich schicke Ihnen diesen Brief, Kommer, um Sie über die Flucht zweier äußerst gefährlicher Gefangener aus meinem Gefängnis zu informieren. Punkt. Joe, ich brauche meine Pause, meine Flügelschmerzen. Was für eine Wohltat. Kommt ihr kleinen Pouladen, ab geht's in den Gefängnistopf. Wieder ein Plan, der sich in Rauch aufgelöst hat. Das Gegengift wirkt innerhalb von 24 Stunden. Ich würde lieber ein paar Samenkörner picken. Halt die Klappe oder ich reiß dir die Federn raus. Wir wollen Steine! Es sind keine Steine zum Zerschlagen mehr da. Sollen wir sie etwa zusammenkleben? Immer mit der Ruhe, das wird schon werden. Habt ihr nicht die Schnauze voll vom Steine zerkloppen, ihr Löffelschnitzer? Ich meine, was ist gut daran? Da können wir wenigstens immer was reden. Es ist gesund und eine Körperertüchtigung. Man kann auch Kunst machen. So lernen wir uns besser kennen. Oh, es macht Spaß. Das ist dämlich und langweilig. Folgt mir, Männer! Wir machen einen Steinestreik! Oh. Wie kann man nur so blöd sein? Hey, Joe, Manu, das sind keine gewöhnlichen Steine. Das blöde Zeug, was da drin ist, kann man nicht zerkloppen. Meine Freunde, ich muss mich bei euch entschuldigen. Ich hab gesagt, ihr seid Dummköpfe. Ich war oft unhöflich zu euch, schlecht gelaunt und manchmal auch ziemlich wütend. Ich bin ausgerastet und war oft fies. Ekelhaft. Gemein. Widerlich. Na schön, das war nicht nett. Ich möchte mich mit einer Extraportion Essen bei euch entschuldigen. Sieh mal an, aus Joe wird doch langsam ein guter Kerl. Er nimmt seinen Mitgefangenen die schwere Arbeit ab. Was ist denn mit mir? Bekomme ich keine Bonbons? Gib her! Und jetzt bestechen wir die Wachen damit. Na schön,
Aber welche? Wenn du uns hilfst zu fliehen, kriegst du Diamanten. Viele Diamanten. Was? Aber das ist doch, Es ist Bestechung. Ja, genau. Nach diesem Wort habe ich gesucht. Ich habe dich beobachtet, Joe. Aus dir wird doch noch ein guter Kerl. Sie beobachtet uns. Verstecken wir die Diamanten fürs Erste. Oh, ich liebe Versteckspielen. Vor allem, wenn ich weiß, wo das Versteck ist. Vielleicht ist es doch keine so gute Idee, sie zu verbuddeln. Das ist eine steinstarke Idee, Joe. Pass auf! Also das ist eine ganz dämliche Idee. Wieso? Wenn wir das Licht nicht anmachen, merkt keiner was. Ich find's toll. Wir dürfen nur nicht lachen. So, sie ist weg. Schnell zu den Wachen. Hey, Daltons, vergesst nicht, dass ihr heute in der Küche eingeteilt seid. Mann, oh, schade, dass wir gerade am Pommes-Tag fliehen wollen. Halt die Klappe, beeil dich, Avril. Los, schneller! Pass auf, Joe, nicht so schlampig schälen, das ist Verschwendung. Das ist völlig unwichtig. Hauptsache, wir sind bald draußen mit all den vielen Diamanten. Hm? Hm? Die Diamanten? Wo sind meine Diamanten? Wir müssen zurück! Hier sind sie auch nicht. Hier auch nicht. Und sie auch nicht. Hä? Stellt mir bloß keine Fragen. Und, hast du sie? Sie müssen im Müll sein. Ich meine, die hat doch bestimmt niemand aufgegessen. Hm? Dass Joe sich bei allem beliebt machen will, ist eine Sache. Aber was will er denn jetzt plötzlich von dem Hund? Ich bin nicht sicher, was für ein Spiel wir denn jetzt spielen. Und hab ich gewonnen oder verloren? Also das raff ich nicht. Wenn die Diamanten nicht im Müll sind und Rantanplan sie nicht gefressen hat, wo sind sie dann? Wo hast du die Diamanten her? Die waren in dem Müll, den die Bleichgesichter auf unser Gebiet gekippt haben. Ein herrliches Material für indianische Volkskunst. Du hast doch nicht alle Latten am Zaun! Entschuldigt bitte. Ich will nicht unhöflich sein, aber Handgreiflichkeiten sind hier nicht gestattet. Wie Sie sehen, Miss Betty, hat Joe Dalton gerade gezeigt, dass er sich ändern kann. Zum Schlimmeren. Beruhige dich, Joe!